So, hallöchen Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Spirit Tracks. Hier beim langweiligen Part, nee, Spaß. Natürlich ist es der Anugi-Part und natürlich ist er im letzten Phantom Hourglass SP als sehr nerviger und langweiliger Part in die Geschichte eingegangen. Aber ich hoffe, dieses Mal wird es besser, denn dieses Mal haben wir einen coolen Häuptling mit kurzen Hörnern und allem drum und dran Zeug. Yay! Und ich suche ihn gar nicht. Aber ich kann nicht auswählen, dass ich ihn nicht suche. Deswegen muss ich wohl sagen, dass er es doch ist. Ich bin nicht nur der Chef hier. Ich heiße auch so. Passt doch prima, oder? Aber sprechen wir von etwas Wichtigerem. Warum bist du hier? Zeig dich. Und deine wahren Absichten, 00 Link. Zum Schneeschrein willst du ohne Schienen. Pa, du bist so ein Noob. Das geht niemals. Aber ernsthaft, als die Schienen verschwunden sind, waren wir schockiert. Wie sollen wir denn ohne Schienen zum Schrein, frage ich dich. Und als würde es nicht reichen, tauchen hier noch Monster auf im Dorf. Ja, das ist eigentlich gesagt das erste Mal, dass ich Monster in einem Dorf sehe. Und mit Dorf meine ich alle Ansammlungen von Häusern. Häuser. Du musst uns helfen, ich kann es zwar nicht sagen, aber dieses eine B-Wort. Ich behe dich. Tut mir leid, wir Anugi können sehr temperamentvoll sein. Ich weiß, ich hätte dich auch anschreien können oder dir eine Klatsche mit meinen super weichen und awesomen Flossen, die sie nur für nur 4,99 im nächsten Teleshop kaufen können. Aber ich teile gerade die Teams ein, die durch das Dorf patrouillieren. Ich habe dabei an zwei Anugi pro Team gedacht. Hast du verstanden, was ich dir gerade erklärt habe? Ich habe dabei an zwei Anugi pro Team gedacht. Nicht einen und nicht drei und nicht vier und nicht fünf und... Also habe ich keine Zeit, mit dir über den Schrein zu reden. Aber vielleicht kannst du beim Einteilen der Teams helfen. Naja. Wenn ich schon mal nichts Besseres zu tun habe... Ja, du siehst auf jeden Fall aus wie jemand, der so etwas kann. Tja, ja. Bin ich auch. Ich bin der übermäßige Pro der Pros und alles. Diese Aufgabe kann selbst gestandene Anugi zum Heulen bringen. Die Leute hier sind allesamt etwas eigen. Interessant sind sie. Sehr interessant. Interessant ist das Wort, das ich benutze, wenn irgendwas, nicht direkt ausgedrückt werden soll. Ich weiß, das klingt jetzt sehr kompliziert, aber es ist eigentlich einfach. Ihr werdet es schon noch merken. Sie in zwei Teams einzuteilen ist fast unmöglich. Hör dir an, was die Dorfbewohner erzählen. Ja, das ist irgendwie klar gewesen. Komm dann zu mir und bla. Hast du das verstanden? Ja, ich bin doch nicht interessant. Und das meinte ich nicht wörtlich, sondern so wie ich es vorher erklärt habe. Ich komme mit jedem aus, aber alle anderen haben so ihre Macken. Ja, ich bin natürlich Meta der Superpro ohne irgendwelche Schwächen. Ich bin so gut, blablabla. Jetzt sehen wir die netten Anugi auf der Karte. Und zwar sagt uns Zelda noch einmal, was wir die ganze Zeit gehört haben. Und dann müssen wir mit jedem Anugi reden und jeder mag eine bestimmte Art von Sachen nicht. Und dann müssen wir entscheiden, wer zu wem kommt. Zum Beispiel dieser hier ist, glaube ich, Gelbwei. Er ist Gelbwei, genau. Und zwar blaue Klamotten und dazu noch ein halbes Geweih. Das steht ihm nicht. Das können wir uns schon mal merken. Er mag keine blauen Klamotten und kein kurzes Geweih. Oh nein, das ist ein super böses Monster. Was soll ich nur tun? Hey, da ist ja eine Stempelstation. Komm hierher zu mir, Stempelstation. Ich will dich haben. Blub. Na los. Sei hier. Oh ja. Ein Stempel. Ich habe ihn gefunden. Ich bin so der Pro. Bonk. Und es ist noch immer der 11.12.2012. Warum nur? Okay, versungen. Naja, egal. Machen wir doch weiter bei diesem Kerl hier, wo wir schon mal hier unten sind, auf der untersten Ebene der Karriereleiter. Wir stellen Teams gegen die Monster auf. Ich bin bereit. Meine Mega...
Kampfwaffe ist nicht hier, aber ich zeig sie dir gleich später irgendwann mal. Schaut nach rechts. Das erste, was ihr seht, ist eure Kampfwaffe im Falle einer Zombie-Apokalypse. Also, was ist eure Kampfwaffe? Seine ist wohl so ein komisches Schneemannvieh. Wer ich bin? Agent 00 Gelb. Das ist nur ein Codename für die Monsterjagd. In Wirklichkeit heiße ich Bartholomäus. Oh ja. Und warum heißt er Bartholomäus? Weil er einen Bart hat. Aha. Und prächtige Geweihe mag ich überhaupt nicht. Die stören bei der Monsterjagd. Ach so, also kein blaues für ihn. Also von den blauen sind ja zwei mit Langgeweihen und ein gelbes mit Langgeweihen. Also, wer könnte es dann noch sein? Da er die drei nicht mag, bleibt eigentlich nur der Häuptling oder Agent Blau unten da. Ich weiß nicht, ob er sich Agent nennt, aber ja. Ach, du bist für die Einteilung zuständig, die man mir erzählt hat. Soll ich dir helfen? Ja, mach doch. Mach du die Einteilung für mich, dann kann ich wenigstens mich zurücklehnen. Also, das war nicht ganz ernst gemeint. Viel zu kalt, um zu arbeiten. Ich habe zwar dieses komische Fettpolsterteil, damit mir nicht kalt ist, aber naja, puh. Ich finde es trotzdem zu kalt. Es ist zwar für dich zwar viel kälter, aber das ist mir so egal. Das glaubst du gar nicht, Trollololololol. Also, ich bin jedenfalls ungeweih. Coole Stimme des Todes. Ungeweih ohne Geweih, sag ich immer. Ich mag nicht in ein Team mit jemandem, den ich nicht leiden kann. Und was ich ganz besonders nicht leiden kann, ist die Farbe Gelb. Ach so, ja, er mag Bananen. Also, er mag kein Gelb. Warte mal. Das heißt ja wohl dann, dass für Agent Gelb nur noch der Häuptling überbleibt. Denn er mag die drei nicht und Agent Blau unten hier mag die Farbe Gelb nicht. Also, Agent Gelb hat den Häuptling als Partner. Ich bin Norman. Nein, Norman, nicht normal. Du sollst also die Teams erteilen. Bist du nicht zu dumm dazu? Also ich meine, in den Arsch krieg. Ich verabscheue Bärte. Keine Bärte für mich. Also kommt er auf jeden Fall nicht mit dem Häuptling zusammen und auch nicht mit Agent Gelb, obwohl der mag ihn sowieso nicht und auch nicht mit Agent Blau 2 hier. Er mag keine Bärte. Das heißt, er kann eigentlich nur noch mit Agent Blau zusammenkommen oder mit Agent Gelb oben hier. Ich nenne die jetzt immer Agenten, weil das einfach so cool ist. Und du, Weibert, du sollst also die Teams einteilen. Ja, und er mag keine Geweihe. Nett und so. Okay, ich glaube jetzt, ich hab's jetzt. Ich habe mit ihm gesprochen. Und zwar ist meine Mega-Ultra-Einteilung diese hier. Wow. Das habe ich rausgefunden. Ich bin so promäßig. Ja. Und, was haben die Leute noch gleich gesagt? Jetzt habe ich es vergessen. Naja, kein Geweih für den Weibert da. Das heißt, er muss mit dem zusammen sein. Denn der ist der Einzige, der kein Geweih hat und auch nicht vergeben ist. Und deswegen. Nein, ab. Okay, jetzt habe ich schon wieder dummes Husten. Lol. Das ist es. Es ist perfekt. Natürlich ist es das. Ich habe es angefertigt. Aha. Aha. Naja. Ich meine, das passt zu dem, was ich mir überlegt hatte. Ich bin natürlich hier immer eine Meile voraus. Ist ja wohl klar. Ich bin da mega ultra pro und so. Ne. Ich wollte es nur noch einmal überprüft haben. Und wow, er bezahlt mich sogar. Er gibt mir 20 Rubine. Ich bin jetzt reich. Yay, jetzt habe ich 618. Das hat mir ja so viel Kapitalanstieg gebracht. Das ist schon fast nicht mehr normal. Was willst du denn jetzt noch hier?
Ich dachte, du wärst hier fertig. Ich hab Alzheimer. Ich hab vergessen, was du bist. Was bist du? Du bist kein Anuki. Hä? Gab's irgendwann mal sowas, das kein Anuki war? Ich dachte immer, es gab nur Anukis. Und übrigens, wenn ich irgendwie mache. Ah ja, das hätte ich ja vor lauter Freude fast vergessen. Du wolltest ja zum Schneeschrein. Ja, der Schneeschrein wäre schon irgendwie ganz nett, wenn ich da diesen komischen Lokomo treffen könnte. Es hängt zwar nur das Schicksal der Welt davon ab, aber lass dir Zeit. Ich habe ja versprochen, dir zu sagen, wie du Turbin findest. Mein Alzheimer wurde geheilt. Ich bin so cool. Der Schneeschrein ist gar nicht weit von hier. Er ist hier irgendwie bei der nicht endenden Route, wo du dann nicht mehr umdrehen kannst. The point of no return. Aber ohne Schienen kommst du da nicht hin. Aber es gibt da diesen alten Tunnel. Wir nehmen den nicht mehr. Da haust seit Jahren nämlich ein Riesenmonster des Todes und des Verderbens. Und mein Laptop heizt gerade voll. Ah, Schmerz. Da verbrennt man sich wirklich, wenn man da hingreift. Die haben nicht übertrieben in der Beschreibung. Der wird wirklich sehr heiß. Ja, jetzt wissen es auch die, die es nicht gewusst haben. Ich nehme mit einem Laptop auf und das ist sehr cool und gleichzeitig sehr doof. Naja. Wir Anuki sind keine Kämpfer. Deswegen halten wir uns da fern. Alles, was wir können, ist auf dem Rücken liegen und komisch zappeln. Mit unseren niedlichen Flossen, die wir für 9,95 beim Teleshop gekauft haben. Flauschig. Es ist gefährlich, aber der einzige Weg zum Schrein. Der einzige Weg zum, der Eingang zum Tunnel ist hier, aber sei bloß vorsichtig. Wenn dir etwas passieren würde, dann wäre mir das zwar völlig egal, aber ist doch egal. Dann würde ich mich schlecht fühlen, weil ich dir das verraten habe. Ja. Nett und so. Na dann. Tschüss und so. Weiter gibt's ja nichts mehr zu erledigen. Das war's eigentlich. Nichts mehr mit cooler Story von wegen Juck und Zeug. Aber wen interessiert das schon? Das hat den hier einen interessiert, den Phantom Hourglass. Wetten wir? Naja. Also mich zum Beispiel, aber oh, das haben wir ja schon. Du. Dann machen wir uns auf den Weg des Todes. Ja, das hat ganz schön Nerven und Gehirnschmalz gekostet. Für dich vielleicht. Aber ich bin smart und habe ein IQ von 131 und habe das Spiel schon gespielt. Deswegen, ja. Los jetzt, fahren wir zum Ich dachte, sie sagt jetzt irgendwie Turm oder so. Aber dabei sagte sie Turbin. Ach, wie nett es ist, wenn man sich mal verliest. Ich bin so lustig. Ja, ich weiß, ich bin der lustigste Kerl auf der Welt. Ihr müsst mir das nicht sagen. Hochnäsig sei. Vergesst das. Hom. Ich will hier hin, aber da ist nichts. Ja, ich frage mich, wenn es hier keine Haltestelle gibt, wo ist dann dieser komische Schneetempel überhaupt? Alles, was ich weiß, ist, dass hier ein Stein ist. Und dieser Stein bald nicht mehr da ist. Boom. Boom. Ey, ich hab das Schild getötet, wie geil. Lalalalala. Dabdam, dalam, dalabdam. Warte mal. Haben wir dafür nicht irgendwann mal einen Schlüssel gebraucht? Oder war das woanders? Naja. Da sind komische Eber. Naja, Tod, Verderben und so. Ja, ich bin gut, das weiß ich mittlerweile. Yeah, like a boss. Und da stirbt Felsen. La 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 la.